Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vampire The Masquerade Bloodlines. Ja, wir werden jetzt erstmal zum Regenten gehen. Was steht dort oben? Robert Thorn. Vote for Robert Thorn. Und er hat Welpen in der Hand. Ah ja, und er sieht ein bisschen aus wie ein Ventru. Mhm. Was haben wir denn hier? Ein Hotel. Was ist das denn für ein Hotel? Ein Rotlichtmilieu-Hotel? Kommen wir da rein? Nein. Und wer schießt da andauernd? Da schießt doch jemand andauernd. Hört ihr das? Irgendwo hier, ne? Also mit denen kann man nicht reden, ne? Hallo? Können wir mit euch reden? Nein. Natürlich nicht. Wir werden erstmal hier zu unserem Regenten gehen. Und wegen dieser Pestsache etwas fragen, weil ich meine, so mussten wir das tun. Und wir werden automatisch hierhin teleportiert. Auf magische Weise. So, ich werde kurz mal speichern, weil es könnte ja sein, dass wir uns mit irgendwelchen Dialogoptionen irgendwas verbauen. Das wollen wir ja nicht. Und ja, wir haben gerade festgesteckt. Hallo, Max. Hallo. How can I be of assistance? Haben Sie ein paar Minuten Zeit für ein paar Worte? Of course. Nee, doch nicht. Ich dachte, wir könnten ihm noch etwas erzählen. What is it you would like to know? Nö, im Moment nichts. Gut, ich dachte, wir müssten mit ihm reden. Aber nein, dem ist nicht so. Nein, falscher Weg. Ich glaube, wir müssen hier lang. Und dann hier, ne? Und dann hier raus, genau. Das ist immer ein bisschen verwirrend. Und was steht hier? Nilfbett. Ah, okay. Ja, aber das werden wir erst in einer der späteren Folgen machen. Das ist nämlich etwas sehr, sehr Tolles, weil hier ist nämlich auch ein Briefkasten mit 508. Und ja. So, mal kurz schauen, was wir machen müssen. Also wir müssen auf jeden Fall in die Kanalisation, aber das werde ich noch nicht machen. Eine Zicke braucht Aufmerksamkeit. Ja, Patty, genau. Ja, wir haben ja schon hier mit den Leuten geredet im Last Round. Und die Elizabeth Stane. Genau, das können wir auch machen. Und wer schießt hier? Ich glaube, das kommt hier aus dieser Gasse. Oder? Hallo? Wer schießt hier? Hä? Wer schießt denn hier ständig? Ah, egal. Sollen sie sich doch totschießen? Ja, wir sollten ja in einen Club gehen, weil hier ist angeblich Patty und das ist der einzige Club, glaube ich, hier in Downtown. Keine Ahnung. Ah ja, okay. Was steht da? Was? Ministry? Rigoletto. Ah ja. Mhm, Poster und ein Drehkreuz. Passen wir da durch? Ich bin zu fett. Ich passe hier nicht durch. Okay, wer bist denn du? I knew you talked to me. I swear you were all like totally drawn to me. I'm surprised I don't know you. I usually meet all the LA vampires out on the scene. Not a lot of you out tonight, which is weird, because I don't know of any parties going on. Ah ja, natürlich. Es stehen alle total auf dich, weil du bist so wunderschön und so geil und oh ja. Oh, ich kann meine Augen gar nicht mehr von dir lassen, weißt du das? Eher nicht. Naja, ich habe keine Ahnung, wovon du da redest. Ich glaube, du verwechselst mich mit jemandem. Vampire, ja? No, come on. It's totally cool.
I'm Patty. Seriously, everyone knows me. Besides, I just wanted to ask you if you've seen someone. Na schön, wen denn? Ja, und wer ist der oder die Glückliche? His name is Kent Allen Ryan. He's a Toreador. Really good looking, dresses really well, like all Prada usually. Mhm. Noch nie gehört, zufrieden? Vielleicht habe ich diesen Namen schon einmal gehört. Oh, well, he's pretty powerful. He's probably, like, too far behind the scenes for you to know about him. Maybe you know some of the people who work for him. Na schön, hör zu, ich muss los. No, don't go. I really need to find him. Really. Maybe you can ask around. Ach, warte, Kent? Ja, natürlich, den habe ich kürzlich erst getroffen. You are totally awesome. Well, it just goes to show you that you don't have to dress cool or have a lot of power to be a cool person. So, where is Kent? Er musste dringend geschäftlich nach San Diego. Oh, that is totally Kent. He's so like that. I better go find him. He needs my help to do anything. Thanks again. Ja, kein Thema. Fahr einfach da runter. Er wird schon nach dir Ausschau halten. Ja, so kann man die Quest lösen, ohne sie zu töten, sag ich jetzt mal. Und wer bist du denn, Busenfrau? Everybody comes in here's got to have a short house rules. Inhibition's the first thing to go. Two more of these and you'll be telling me your nastiest, dirtiest stories. I am your beat priestess and it's time to confess. Bist du Barkeeperin oder ein Groupie von The Cure? Venus was her name. Got anything you want to confess? Der Letzte, der seine Nase in meine Angelegenheiten gesteckt hat, hat jetzt keine mehr. Oh yeah, I've been waiting for someone like you to come in here. You see, I've got this situation that's gotten a little out of hand and I need someone to inform some people that they won't be getting paid this month. Intrigued yet? Seit der Minute, wo du deine Lippen zum ersten Mal bewegt hast. The parking lot next to the Empire Hotel. Couple of guys, Russian accents. Fifth. I need you to tell them Venus doesn't have their money. That's it. Mehr nicht? That's it. Und was ist da für mich drin? Drinks on the house for a week. Mir wäre Geld lieber. You want cash? Whatever, I can do that. Question is, are you worth it? Auf jeden Fall, ich mach's. I expected you'd bite. Empire Hotel. Tell them I'm broke. You can run, right? Never mind. Just don't go starting any street fights, alright? These guys aren't connected. Anyhow, a lot of people have yet to confess to the beat creatures. Later, darling. Ich hoffe nur, jemand tut das, was sie bereuen. Ach, da steht, ich hoffe nur, jemand tut was, was sie bereuen. Oh. Ach, und bau dieses nervige Drehkreuz ab, wenn es geht. Nee, das, mache ich nicht, weil es könnte sein, dass das ein bisschen verbuggt ist, weil Patty dort vorne steht. Ich bin in einer Minute wieder da. I'm with somebody. Hä? Ja, schön für dich. What? Wir können jetzt hier updancen. Ich weiß aber nicht mehr, wie das ging. Also, hallo? Da war es, glaube ich, gerade. Hier. Ja? Yeah. In einer Kirche. Ich finde das ja sehr, sehr cool, ne? Also eine Diskothek in einer Kirche oder ein Club in einer Kirche hat schon irgendwas. Ne? Es ist zwar die totale Gotteslästerung, aber hey. Ja, ich auch nicht, Baby. Komm hier rein? Nein. Oh. Ja, diese komischen Weiber. Die sich für was ganz Tolles halten. So, wir müssen jetzt hier durch, aber ein Moment. Das geht natürlich nicht, ne? Das geht nicht.
Nein, wir kommen jetzt nicht hier durch, weil Pat hier steht. Und das ist ein Problem. Einen Moment, ich probiere mal was. Ja, wir können einfach von ihr trinken. Aber wir können nicht hier durch. Das ist sehr, sehr schlimm. Und einen anderen Ausweg haben wir hier nicht, oder doch? Wie sollen wir denn hier rauskommen? Tja, wir haben ein Problem. So, und deswegen werde ich jetzt erstmal neu laden. So, da sind wir wieder im Club Confession. Ja, ich glaube, wir müssen vorher das Drehkreuz irgendwie abmontieren, weil ansonsten können wir nicht mit ihr reden. Weil sie nämlich sonst hier reingeht und dann kommen wir nicht mehr raus. Versteht ihr das? Weil sie sich hier hinstellt und dann ist das Drehkreuz blockiert, so wie jetzt. Ja. Also, ich mag dieses Drehkreuz nicht. Also, hoffentlich funktioniert die Quest, dass wir das demontieren können. Also, wir reden jetzt nicht mit ihr, wir reden aber dafür mit ihr. Ich wollte nur hören, ob deine Stimme so engelsgleich ist wie du. Sie ist es, mein Engel. I've never seen you in here before. Sie hat aber eine komische Stimme. So, I've never seen you here before. Bin gerade aus dem Knast raus. Zu viele Frauenherzen gestohlen. Wenn ich gewusst hätte, dass du hier bist, wäre ich schon viel früher gekommen. Oh Gott. Wir wollen dich doch nur zum Aussaugen. Du bist unsere Blutpuppe, unser Blutbeutel. So. Und wie sie dabei stöhnt. Also ich glaube ja wohl nicht, dass das so gut tut, wenn man ein paar Zähne in den Hals krampft bekommt. Und wir müssen jetzt nochmal mit ihr reden. Ja, ja, das kennen wir schon. Wer bist du? Ach nee, wir hatten das zweite gefragt, ne? Oh, ja. Und was ist für mich drin? Ja, auf jeden Fall, ich mach's. Ich bin in einer Minute wieder da. Oder Moment. Ich glaube, das können wir immer noch fragen. Ich weiß es nicht, hoffentlich. Hoffentlich können wir das später nochmal fragen, weil das muss unbedingt weg hier. So. So, und jetzt mal kurz speichern. Und nochmal, weil das hat irgendwie gerade nicht geklappt, weil ich hatte zwar gespeichert, aber irgendwie kam ich doch am Gildenhaus wieder raus. So, doppelt hält besser. Mal kurz schauen. Talentpunkte überreden. Charisma können wir ja nicht leveln hier. Sehr, sehr schade. Verführen. Ausflüchte. Nee, 9 Punkte. Toll. Ja, keine Ahnung. Vielleicht schaffen wir das auch so. Obwohl überreden, akademisches Wissen. Oh, 12 Punkte. Nee. 10 Beherrschung. Was macht das? Jeder Gegner in einem kleinen Umkreis denkt, sie wären verschwunden. Die Wirkung lässt nach etwa 5 Sekunden nach. Das Opfer verfällt für etwa 20 Sekunden oder länger in einen tiefen Schlaf und ist vollständig außer Gefecht gesetzt. Ja, ich glaube, wir sollten auf jeden Fall diese beiden Punkte noch skillen. Sicherheit. Können wir nur das... Okay, auf jeden Fall sollen wir hier hin. Telefon! Irgendwie laufen hier nur Penner rum, ne? Und dort ist gerade jemand hergelaufen. Hallo? Oh, da geht jemand in eine dunkle Gasse. Mal schauen, ob wir den ansaugen können. Ja. War natürlich nicht töten. Ja, vielen Dank für dein Blut.
Ja, und so füllt man ganz leicht seine Blutleiste wieder auf. Oh, und was haben wir hier? Ah ja. Hier kann man also sich verstecken. Kann man da rein? Nein. Ein Einkaufswagen habe ich hier und irgendwie... sie backt gerade fest. Ah, und dort oben können wir auch hin. Aber wir müssen, glaube ich, mit diesen Typen reden. Yep. Fish and Peach send you. Wer will das wissen? Money. Where is money? Sie hat das Geld nicht. Das ist alles, was ich dir sagen soll. Und jetzt verschwinde. No money? Du hast das Geld doch schon bekommen. Ja. Der Bitch will be back next month. Ja. Da. Der Bitch will be back next month. Ja, und somit sind die ja immer noch da. Also wir haben das Problem ja nicht gelöst, ne? Das heißt, Venus wird uns immer brauchen, dass wir diese Leute bestechen, ne? Oder dazu überreden, dass sie ihnen schon das Geld gegeben hat. Und was haben wir eigentlich hier? Was sagt sie denn da? Ja. Sie hilft ihm nur dabei, weil er steckt da fest im Reißverschluss. Okay, dann haben wir diese Aufgabe auch schon erledigt. Nochmal speichern, weil ich paranoid bin. So, und wieder durch dieses ätzende Drehkreuz. Ist das ätzend. So, Venus. What? Ich habe deine Nachricht überbracht. I can't hear you. Let's talk in my office. Okay. What? I'm with somebody. Okay, also das ist dein Office. Sieht aber nicht nach Office aus. Ah, wir sind jetzt hier oben. Ah, und eine Tänzerin in einem Käfig? Naja, wie gesagt, ich finde diesen Club ziemlich cool, ne? Also, sieht man nicht oft in einer alten Kirche. Well, you certainly did better than my bouncer did. Poor dear Fontaine is neck to the right anymore. Already had a call from Boris. Wasn't too happy about tonight, son of a bitch. Say, how would you like to get into the club business? Hmm? Ich fürchte, ich kann dir nicht folgen. Sicher, wieso nicht? Well, to start this club, I have to take out a significant loan from a king bastard by the name of Boris, and every time I haven't been able to make the monthly plus interest, the bastard takes what he feels is a suitable late fee. Nur weiter. I've got a club to run, so I'll be blunt. I refuse to fuck that fat misogynistic old man one more time to hold on to the club. So I need someone to eliminate him. Do this, and I'll make you a silent partner. Ich bin doch kein Mörder, vergiss es, so gut wie erledigt. Und wo ist der Haken? Boris is high up in the Russian Mafia. Does that make a difference? Ich dachte auch nicht, dass es leicht werden würde. Ich mach's, aber er ist trotzdem noch ein Mensch, stimmt's? Er wird vor Sonnenaufgang tot sein. Es tut mir leid. Nein. Aber er ist trotzdem noch ein Mensch, stimmt's? Er wird vor Sonnenaufgang tot sein. Ja. He's at the Empire Hotel. Always has a few of the fiercest bully boys standing around trying to out-sneer each other. He's got a short temper, and more than likely he's been drinking for the last 4 hours. Here, key to the penthouse level. Ich komme wieder, wenn er seinen letzten Atemzug getan hat. Wenn ich zurückkomme, reden wir über unseren Club. Können wir nochmal mit dir reden? Boris? Lebt noch. I had you figured. Ja, aber ich will auf jeden Fall das mit dem Drehkreuz auch noch hinbekommen. Also, wenn das nicht funktioniert, muss ich das Ganze nochmal von vorne spielen. Weil das muss unbedingt weg. Es kann aber auch sein, dass jetzt die Tür offen ist. Ne? Also, wir müssen jetzt hierher. Und dann kommen wir hier raus, also durch die Tür, die eigentlich verschlossen ist.
Aber ja, das Problem ist, wenn Patty doch hier vorsteht, dann kommen wir trotzdem nicht da durch. Ach, Mist. E-Mail. Ja, wir hacken erstmal wieder. Sklave. Ach ja. Hätte ich mir auch denken können. Eins heute Abend. Von Larry. Wer ist denn Larry? Ich dachte, wir könnten uns heute Abend treffen, wenn es euch beliebt, Herrin. Ah ja. Okay. Und was haben wir denn hier? Eine Brieftasche. Oh, $50. Verlieren wir jetzt Menschlichkeit? Nee, anscheinend nicht. Ja, wie gesagt, wir müssen erstmal das Drehkreuz entfernen, bevor wir mit Patty reden können. Oder ich muss ganz schnell mit ihr reden und dann schnell durch das Drehkreuz gehen. Also, bevor sie dahin geht. Einmal ausprobieren. So, gespeichert. Ich speichere nochmal. Ja, ziemlich paranoid, ich weiß. So. Also, wir gehen jetzt hier durch, reden ganz schnell mit ihr und dann versuchen wir, vor ihr durch das Drehkreuz hier zu gehen. Und hoffentlich klappt das. I knew you talked to me. I swear you were all like... Ja, das kennen wir schon. No. So, wer ist denn der oder die Glückliche? Ja, das kennen wir schon. Oh. Ja. No. So. Oh, that is. So, und jetzt gehen wir ganz schnell hier durch, damit wir vor ihr raus können. Ja, das hat doch geklappt. Super. Weil sonst hätten wir wieder da festgesteckt und das wäre halt nicht so toll gewesen. Und jetzt speichere ich nochmal. So. Was müssen wir jetzt machen? Wir müssen ins Empire Hotel, glaube ich. Und ihr Name war Venus. Venus will, dass sie Boris überreden, ihr die ausstehende Rate zu erlassen. Ein Fest mit der Pest. Also wir müssen in den Kanal und wir müssen auf jeden Fall in das Penthouse des Empire Arms. Sie sollen Skelter Bericht erstatten. Ja, ich denke, wir erstatten erstmal Skelter Bericht. Nö. Oder wir reden erstmal mit ihm. Say now, Wonder Girl. Seeing the kind of commando gear you been stocking up on. You ain't just using that stuff for keeping the neighbors away from your shit, is you? Und? Willst du was davon? Wow, that's your business, okay? I just figured somebody with a shopping list like yours might be up for a little action, all right? Und was hattest du da im Sinn? Yo, I need a hardcore pimp-killing Cleopatra Jones for a super-sized skull. Straight up Foxy Pam Grier style. Still with me? Komm zur Sache. Here's what's going down. I got a tip that the Chinatown Tong and some local boys are meet down at a nearby parking garage to carry out a business deal. Now, I can't tell you what they is exchanging, but let's just say a certain client of mine is ready to drop some Uncle Sam-sized bucks to acquire what's in briefcase number one. You get it for me, I'ma not only give you a cut, but I roll out my special stock as well. Now, how that sound? Hört sich nach einem tollen Geschäft an, für dich. Dafür will ich auch noch Rabatt auf das Zeug in deinem Laden. Yo, man, why you gotta shake me down like that? If I hadn't just got my foot out of cash, I'd do it myself. But, yeah, it's got to be that way. Fine, you got a discount. But only after I get the briefcase. Abgemacht, ich mach's. Yeah, that's what I like to hear. Now... If you're the straight-out hard-boiled Terminator type, I'd suggest you buy some heavy firepower before you roll up to the parking garage. You need anything? Zeig mal her, was du hast.
Ja, wir könnten uns natürlich diese Uzi kaufen, aber... Nein, ich gebe dafür noch kein Geld aus, weil wir brauchen den Rabatt. Und dann können wir uns alles kaufen. So, wir sollen aber auch noch in das... in die Skyline Apartments gehen. Also da ist ja der Regent. Ach ja, wir müssen hier hin. Zum Last Round. Und das befindet sich am Ende dieser Straße. Dann machen wir das noch in dieser Folge und dann werde ich die beenden. Vermute ich. Aber ich denke schon. Ich habe mich um das Problem mit Patty gekümmert. Ja, Gott sei Dank haben wir ja noch keinen eigenen Ghoul, oder doch? Ich habe das nur zum Wohle der Maskerade getan. Bis später. Ja, kurz speichern. Mal wieder. Und nach oben gehen. Und nochmal mit ihr reden. Nee, doch nicht. Ja, er will auch nicht mit uns reden, oder? Ja, ja, wir sollen zurück zu unserem Tower gehen, weil Lacroix und so, bla bla. Wir sollen ihm ja die Schuhe putzen. Ja, dann beende ich diese Folge mal wieder hier in der Gasse, wo ich auch die letzte beendet habe. Oh, seht ihr das da oben, das da? Das sieht aber sehr, sehr gruselig aus, oder? Ist das eine Statue? Ah, es sieht total gruselig aus. Also wie so ein, weiß ich nicht, so eine komische Skulptur aus Motte und Frau. Naja, ich bedanke mich mal wieder für diesen Part. Und ja, wie es hier weitergeht, das seht ihr natürlich wieder in der nächsten Folge. Tschüss!